Wie erkennt man Herzrhythmusstörungen? Die meisten Herzrhythmusstörungen machen sich mit Beschwerden bemerkbar. Man spürt einen zu schnellen Puls, man spürt manchmal, dass das Herz zu stark klopft. Man hat sogenannte Palpitationen, man kann Extraschläge spüren, man kann Aussetzer spüren. Manchmal hat man aber auch Beschwerden, wo man jetzt im ersten Moment nicht denkt, dass die auf eine Herzrhythmusstörung zurückzuführen ist. Beispielsweise Schwindel, es kommt zu Ohnmachtsanfällen, man hat Atemnot oder Brustschmerzen oder man merkt eine Einschränkung der Leistungsfähigkeit. Wichtig für uns ist, dass wir die Herzrhythmusstörung dokumentieren können. Das machen wir in der Regel im Spital mit einem EKG, mit einer Herzstromkurve. Viele Rhythmusstörungen treten aber nur ab und zu auf, das heisst, sie kommen und gehen. Und um dann die Herzrhythmusstörung im Anfall festzuhalten, haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir können ein Langzeit-EKG machen, von 24 Stunden bis zu 7 Tagen. Unterdessen gibt es auch ganz viele Uhren, sogenannte Smartwatches, die in der Lage sind, Einkanal-EKG zu machen. Das eignet sich vor allem für Patienten, die eher selten Herzrhythmusstörungen haben. Oder in gewissen Umständen kann es notwendig sein, dass wir einen kleinen Monitor implantieren, einen sogenannten Loop Recorder. Da gibt es mit einem kleinen Schnitt, tut man dann neben dem Brustbein implantieren und dann kann der Herzrhythmus während 3 Jahre lang überwachen. Wie behandelt man Herzrhythmusstörungen? Glücklicherweise haben wir ganz viele verschiedene Möglichkeiten, Herzrhythmusstörungen zu behandeln. Es gibt Möglichkeit von einer medikamentösen Therapie, es gibt Möglichkeit von einer sogenannten Ablationstherapie, wo man mit einem Herzkatheter eine Verödung machen kann, oder es gibt Möglichkeit, einen Schrittmacher zu implantieren oder einen Defibrillator. Die medikamentöse Therapie kann genommen werden im Anfall, wenn die Herzrhythmusstörung auftritt, oder man kann es prophylaktisch nehmen, um Herzrhythmusstörungen vorzubeugen. Wenn Medikamente schlecht vertreibt werden, wenn man keine Medikamente wünscht oder in gewissen Fällen sogar als Erstlinientherapie, kann man aber auch eine Katheterbehandlung von Herzrhythmusstörungen machen. Das gibt in der Regel eine Punktion in der Liste, dann legt man einen Zugang, dann kann man Katheter über die Liste vorführen bis ins Herz, dann kann man mit dem Katheter den Fokus der Herzrhythmusstörung aufsuchen und dann kann man den Katheter erhitzen mit Radiofrequenzenergie oder manchmal sogar frieren mit Kälte und den Fokus der Herzrhythmusstörung so eliminieren. Die dritte Option, der Herzschrittmacher, kommt zum Einsatz, wenn es zu einer sehr langsamen Herzrhythmusstörung kommt oder zu langen Pausen. Hier legt man 1 bis 3 Kabel, Elektroden im Herz ein, die in der Regel festgeschraubt werden. Dann werden die an eine Batterie angeschlossen. Die Batterie wird auf dem Brustmuskel eingebracht, unterhalb vom Schlüsselbein. Und dann kann man das wieder zunähen. Die 3 Möglichkeiten haben alle ihre Vor- und Nachteile und in der Regel tut man zusammen mit dem Patienten individuell die beste Therapie aussuchen.